Herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture Studieren im Homeoffice. Mein Name ist Deborah Peine, ich bin Diplompsychologin und arbeite im Studiencoaching im ZFBK, also im Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen. Im Studiencoaching mache ich die psychologische Beratung, das heißt, zu mir kommen Studierende, wenn sie das Gefühl haben, es läuft nicht so ganz rund im Studium, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Das kann zum Beispiel ganz zu Beginn des Studiums sein, also wenn es so darum geht, sich an der Uni einzuleben, aber auch natürlich rund um das Thema Prüfungen, also so die Fragen, wie kann ich gut lernen, wie kann ich meine Zeit organisieren, wie kann ich mich selber motivieren, wie gehe ich so mit Prüfungsangst oder mit Stress um. Ein Thema, was aktuell, also in den letzten Monaten immer wieder zur Sprache kam, war das Thema Corona in allen Facetten, die das Thema so mit sich bringt und insbesondere mit der Frage, wie kann man eigentlich gut von zu Hause aus studieren, wie geht das mit dem Studieren im Homeoffice. Ja, und das bringt tatsächlich also ganz Unterschiedliches an Herausforderungen oder auch an Umstellungen mit sich. Ein Thema zum Beispiel, das wurde mal an der Uni Duisburg-Essen abgefragt, war, dass gar nicht alle Studierende, zumindest nicht von Beginn an, die technischen Möglichkeiten hatten, von zu Hause aus gut arbeiten zu können. Zum Beispiel, weil sie sich einen Laptop mit den Geschwistern noch teilen müssen, die auch im Homeoffice gerade studieren. Oder die andere Zahl, das fand ich persönlich erstaunlicher, dass die Hälfte sagt, dass sie gar nicht zu Hause, also aktuell einen Arbeitsplatz hat, an dem sie das Gefühl haben, ja gut und zielgerichtet, konzentriert arbeiten zu können. Das ist tatsächlich ein Thema, was ich ganz viel in der Beratung auch habe. Und in der, ich glaube, in der vorletzten Coffee Lecture, die ich gehalten habe, ging es um das Thema, wie finde ich einen guten Lernort, also ist die Bibliothek für mich besser geeignet oder soll ich lieber zu Hause lernen, und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Jetzt haben wir gerade halt nicht mehr die Möglichkeit, uns das groß auszusuchen oder viele wollen jetzt auch gerade nicht mit Maske in der Bibliothek sitzen oder sind vielleicht auch in der Heimat bei den Eltern und versuchen von dort aus zu arbeiten, sodass das wirklich eine relevante Frage ist. Also wie kann ich es mir zu Hause so einrichten, dass ich auch dort irgendwie gut arbeiten kann. Also dieses Vermissen des Lernorts ist tatsächlich ein Punkt, von dem viele Studierende betroffen sind, aber auch von anderen Themen. Also das, was den allermeisten gerade fehlt, ist tatsächlich der Kontakt zu den anderen Studierenden. Also sich nicht mehr persönlich zu sehen oder die ganze Struktur zu haben, also das Campusleben zu haben, also da bewusst hinzufahren und die Infrastruktur nutzen zu können, mit den Lernräumen, mit der Mensa, mit dem festen Ablauf, wann welche Veranstaltungen stattfinden. Also aktuell muss man einfach sehr viel mehr eigenständig lernen. Das ist etwas, was manche sehr mögen. Also es gibt auch diejenigen, die sagen, oh, digitales Semester, das ist super für mich. Das kann ich viel besser vereinbaren mit meiner Berufstätigkeit, mit der Familie oder ich spare mir die Wegzeiten. Aber gleichzeitig bringt das natürlich eine große Herausforderung so an die eigene Organisationsfähigkeit oder man muss halt auf was ganz anderes auch einstellen. Ja. Ich beginne tatsächlich direkt sozusagen mit der Take-Home-Message, also mit den beiden wichtigsten Tipps, die ich Ihnen heute mitbringe, nämlich zum einen tatsächlich selber für diese Struktur zu schaffen, auf die Art und Weise, wie es Ihnen persönlich hilfreich ist. Das kann zeitlich sein, das kann räumlich sein, in Form von Routinen und Ritualen, also so, wie das für Sie selber passt, sodass Sie selber, auch wenn Sie gerade zu Hause sind und alles vielleicht in einem Raum stattfindet, trotzdem das Gefühl von Struktur und Planung haben. Und das andere, was auch immer wichtig war und jetzt natürlich gerade noch wichtiger als sowieso schon ist, dass Sie gut für sich selber sorgen sollen. Also dass Sie schauen sollen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, damit es mir gut geht, wie schaffe ich es zum Beispiel, nicht nur konzentriert arbeiten zu können, sondern auch dann auch Feierabend haben zu können und gut abschalten zu können im Feierabend. Also was sind eigentlich meine lernfreien Zeiten, wie kann ich mich noch mit Freunden treffen, wie kann ich noch Sport machen, wie schaffe ich es, nicht permanent von zum Beispiel ja, schlechten Nachrichten rund um Corona da betroffen zu sein und dem immer wieder zu begegnen. Also um sich Struktur zu schaffen, da kann man verschiedene Wege gehen. Eine Empfehlung ist tatsächlich, sich eine zeitliche Struktur zu schaffen, also tatsächlich sich einen Stundenplan zu schreiben. Das ist ein Auszug aus einem Wochenplan, den ich einfach mal so beispielhaft ausgefüllt habe. Das war auch tatsächlich vor Corona schon das Arbeitsblatt, was ich am häufigsten aus dem Schrank gezogen habe, weil das immer Thema war. Also wie lege ich eigentlich meine Lernzeiten, wie weiß ich, wann ich eigentlich in welcher Rolle gerade unterwegs bin, wann bin ich Studierende und wann bin ich Privatperson und darf auch gerade meine Freizeit genießen.
Also in so einem Plan lassen sich natürlich als erstes die Pflichtveranstaltung oder die Synchronveranstaltung eintragen. Und dann im nächsten Schritt kann man sich überlegen, okay, wie ist eigentlich so mein Tagesrhythmus? Wann stehe ich auf? Wann habe ich vielleicht so mein Mittagstief? Wann sind so die Phasen am Tag, wo ich mich am besten konzentrieren kann? Das ist bei den meisten Menschen am Vormittag der Fall und dann nochmal am späten Nachmittag. Und das sind zum Beispiel die Phasen, wo es sinnvoll ist, sich da so seine Asynchronveranstaltung hinzulegen. Es ist ja erstmal egal, wann man sich die anschaut. Das ist so die Schwierigkeit. Da muss man sich nämlich einen Termin suchen und sich tatsächlich selber hinsetzen und das machen. Und da kann es hilfreich sein, das tatsächlich genauso fest wie die Synchronveranstaltung sich in seinen Kalender einzutragen. So in die Zeit, wo man das Gefühl hat, da kann ich mich gut konzentrieren. Oder auch so, dass ich jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit anfange. Dass man so eine Arbeitsschicht praktisch hat. Dass man sagt, gut, um 9 Uhr sitze ich morgens am Schreibtisch, entweder zu der Synchronveranstaltung oder mit dem Lerntreffen. Oder ja, also entweder, dass ich alleine lerne oder mich auch mit anderen zum Lernen verabrede. Auch da gibt es ja viele technische Möglichkeiten, auch wenn man sich gerade nicht persönlich treffen kann, dass man sich verabredet über Teams, über Skype, was auch immer Sie benutzen an Programmen. Und dann haben Sie gleichzeitig auch einen guten Arbeitseinstieg. Wenn Sie damit beginnen, dort erstmal einem Kommilitonen zu begegnen und zu erzählen, Mensch, hier, heute mache ich das und das und was steht bei dir gerade an? Und dann können Sie das Mikro ausmachen oder Sie lassen es an, dann haben Sie das Blätterrascheln noch. Und dann haben Sie zumindest das Gefühl von, hey, es gibt auch noch andere Studierende. Ich bin nicht ganz so alleine hier, sondern da gibt es auch andere, die auch lernen und vielleicht machen wir gemeinsam Pause oder motivieren uns zwischendurch oder fragen zwischendurch, na, bist du noch dabei oder bist du bei YouTube gelandet? Also das kann eine ganz gute, auch eine nette, ja, eine positive soziale Kontrolle sein. Ja, wenn Sie jetzt dafür so gar niemanden finden oder sagen, ich lerne nachts um 3 und da schlafen alle anderen, dann können Sie auch bei YouTube nach Study With Me Videos schauen. Da haben sich Personen beim Lernen gefilmt und dann kennt man sich zwar nicht persönlich, kann nicht interagieren, dann ist es eher vielleicht so wie in der Bibliothek, wo man die Leute auch nicht kennt, aber man hat so diese Lernatmosphäre oder das Gefühl von, da sind auch andere, die auch gerade fleißig sind. Der dritte Punkt auf der Folie ist, legen Sie auch Ihre Freizeiten fest. Nicht im Sinne von, nur in diesen Zeiten darf es mir irgendwie gut gehen, sondern eher andersrum im Sinne von, das ist die Zeit, da darf ich nicht lernen. Also ich definiere praktisch, wann ist mein Feierabend. Weil oft ist es so, wenn man den ganzen Tag zur Verfügung hat, dann brauchen Dinge auch den ganzen Tag. Und dann kann es hilfreich sein, von vornherein zu sagen, okay, zu dieser Uhrzeit mache ich den Rechner aus. Da ist Feierabend und dann räume ich es weg. Oder ich habe auch einen festen, vielleicht einen freien Tag in der Woche oder eine feste Verabredung, wo klar ist, das ist meine Zeit oder das ist meine Zeit für meine sozialen Kontakte. Und das können Sie sich genauso in diesen Plan reinschreiben, wie Sie das auch mit Ihren, ja, mit Ihren Pflichtaufgaben auch tun. Die andere Empfehlung bezüglich Struktur ist, eine räumliche Struktur zu schaffen, also so viel Trennung wie möglich zwischen der Arbeits- und der Freizeitumgebung reinzubringen. Also im Idealfall hätte man ein eigenes Arbeitszimmer zu Hause, wo man die Tür zumachen kann. In der Realität haben das die allerwenigsten Studierenden. Das heißt, man kann schauen, dass man zum Beispiel den Schreibtisch als festen Lernort definiert und zum Beispiel nicht im Bett lernt. Das Bett sollte ein Ort sein für Entspannung und der Schreibtisch sollte ein Ort sein zum Lernen. Man kann auch zum Beispiel überlegen, dass man den Schreibtisch dann nicht mehr nutzt für ich surfe privat im Internet oder schaue Serien oder esse zum Mittag. Ich selbst habe im ersten Semester im Wohnheim gewohnt und da hat man halt nur einen Tisch, einen Stuhl, da hat man nicht die Möglichkeit, so sehr zu unterscheiden. Da habe ich mir einen anderen Trick angewandt. Ich hatte so ein Tischset, so ein Mini-Tischdeckchen, das habe ich mir dann abends hingelegt, um dann zu abends essen, und damit ich zumindest das Gefühl hatte von, das ist jetzt gerade mein Esstisch und nicht mehr mein Schreibtisch. Und gleichzeitig kann man auch seinen Arbeitsplatz dann bewusst aufbauen oder abbauen, dass man vielleicht sich eine Schreibtischunterlage hinlegt, dann kann das auch dann der Wohnzimmertisch sein, wenn man ansonsten nichts zur Verfügung hat. Und dann kann man es aber auch dann abends wieder bewusst wegräumen und alles wieder freiräumen, so dass man tatsächlich seine Arbeits- und Lernsachen auch nicht mehr sieht oder ein Tuch über den Tisch legen. Also so, dass es geht so darum, das so bewusst zu haben, wann ist eigentlich meine Arbeitszeit oder meine Arbeitsumgebung und wann bin ich in meiner Freizeitrolle. Ja, und eine Sache ist natürlich auch, dass man sich überlegt, was lenkt mich typischerweise ab, was möchte ich vielleicht gerade nicht im Blick haben, wenn ich eigentlich mich mit meinen Lernsachen beschäftigen möchte.
Das ist vielleicht eine etwas ungewohntere Frage, also die Frage, wie sieht eigentlich mein Weg zum Schreibtisch aus? Ich weiß, da sagen viele, ja, das sind 3 Schritte vom Bett zum Schreibtisch, was soll ich mir da groß Gedanken machen? Aber es geht eher darum, um diesen Prozess, also wie komme ich eigentlich dahin? Oder welche Routinen hatte ich eigentlich vorher im Präsenzstudium? Da war vielleicht eine Routine, dass man morgens duscht und frühstückt, sich was Ordentliches anzieht und sich aufs Fahrrad setzt und zur Uni fährt. Und das fällt natürlich jetzt alles gerade weg. Und da kann man sich überlegen, oh, was macht das mit mir, wenn ich noch im Schlafanzug und Zahnbürste im Mund irgendwie vor der Vorlesung sitze, sieht ja keiner. Oder macht das nicht auch Sinn, dass ich mich genauso vorbereite, als würde ich in die Uni fahren? Also, dass ich vielleicht tatsächlich nochmal eine Runde um Häuserblock gehe, dass ich mir was Richtiges anziehe, so, also dass ich nicht in meiner Freizeitkleidung da sitze, sondern, also es kann ja trotzdem bequem sein, aber dass ich halt nicht im Schlafanzug zum Beispiel vorm Rechner sitze. Ja. Oder irgendwas anderes an Ritual mache, dass ich mir nochmal einen bestimmten Tee koche oder nochmal durchlüfte, etc. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das hatte ich in der vergangenen Coffee Lecture schon mal vorgestellt. Da können Sie sich vielleicht nochmal ein paar Inspirationen holen. Eine Frage zum Beispiel, die man sich stellen kann, ist, was muss ich eigentlich vorher beenden, damit ich mit dem Lernen anfangen kann? Also wenn man jetzt die Idee hat von, okay, so, dann sitze ich morgen um 9 Uhr und fange an, dann muss ich irgendwie vorbereitet sein. So, also eigentlich muss ich mit was anderem aufgehört haben vorher. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich einen Wecker stellt auf 8:45, also nicht, um dann plötzlich aufzuspringen aus dem Bett, sondern eher, um zu überlegen, okay, bin ich eigentlich fit, brauche ich noch etwas, bevor ich anfangen kann? Brauche ich vielleicht gerade noch mal ein bisschen Bewegung, brauche ich frische Luft. Jetzt ist der Moment, wo ich die letzten WhatsApp-Nachrichten noch abschicke. Jetzt ist der Moment, wo ich vielleicht den PC schon mal anschalte und mir noch mal einen Kaffee mache, damit ich dann tatsächlich dann um 9 Uhr dann auch beginnen kann. Wenn Sie dann beginnen, wäre es vielleicht zu empfehlen, sich nochmal kurz so die eigene Motivation zu wecken, sich zu fragen, wofür mache ich das eigentlich? So, was ist vielleicht das Ziel so hinter meinem Studium? Also das brauchen Sie jetzt nicht ganz lange drüber nachdenken, aber vielleicht haben Sie so ein Bild vor Augen. Also es geht darum, dass es irgendwas Emotionales sozusagen in Ihnen weckt, dass Sie vielleicht das Bild haben, okay, da und da will ich hin oder was interessiert mich heute an der Veranstaltung, was ist der Mehrwert, dass ich mir diese Vorlesung heute anschaue und nicht einfach das Buch lese. Also dass Sie nur noch mal kurz sich das bewusst machen, was ist eigentlich das Ziel dahinter. Genau, dass Sie das auch für sich dann definieren, auch was ist so dann mein Ziel für heute. Zum einen, wann wird zeitlich der Feierabend sein und was möchte ich eigentlich heute erreichen. Das können Sie, wie gesagt, tatsächlich damit kombinieren, dass Sie es entweder für sich selber aufschreiben oder vielleicht einen Tag damit beginnen, dass Sie es jemand anderem erzählen, einem Freund oder einem Kommilitonen, dass Sie ihm dann oder ihr erzählen, hey, weißt du was, das und das mache ich heute. Und heute Abend rufe ich dich nochmal an und werde dir erzählen, was ich bis dahin getan haben werde. Ja, also wenn Sie sich jemals gefragt haben, wofür man Futur 2 im Deutschen braucht, das ist genau sozusagen die Gelegenheit, also sozusagen, das macht nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man es formuliert, als was habe ich vor, was würde ich gerne, wenn man sozusagen es so formuliert, als hätte man es praktisch schon erledigt und sich das auch vorstellt, wie das sein wird, das bewältigt zu haben. Ja, ich hatte vorhin schon mal darauf verwiesen, dass es ja zu manchen dieser Unterthemen heute bereits schon fertige Coffee Lectures gibt. Also zum Beispiel zu dem Thema, wie kann ich mir meinen Lernort gestalten? Oder auch Embodiment ist ein spannendes Thema. Also die Frage, wie komme ich zum Beispiel, körperlich sozusagen in mehr Aktivität, also dass ich nicht so zum Schreibtisch hinschlurfe, sondern wach und aktiv bin, eine Möglichkeit zum Beispiel ist. Das ist auch so etwas, was man in der Viertelstunde machen kann, also bevor es wirklich losgeht, dass man sich immer eine Playlist anmacht mit motivierenden Liedern, mit Sachen, die mich wach machen, also die mich in die Stimmung versetzen, die ich dann fürs Lernen tatsächlich brauchen möchte. Ja. Genau, kommen wir noch zum Ende, zu dem anderen wichtigen Tipp, den ich Ihnen mitgebracht habe, nämlich sorgen Sie gut für sich selbst. Das bedeutet zum einen, machen Sie bewusst Feierabend, das heißt, suchen Sie sich den Punkt, wo Sie sagen, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt schaue ich mir nochmal an, was ich heute geschafft habe. Vielleicht klopfe ich mir tatsächlich auf die Schulter und sage, hey, das habe ich heute wirklich gut gemacht. Und dann räumen Sie die Sachen weg und dann sind Sie dann auch nicht mehr zu erreichen an diesem Tag. Man weiß das schon lange aus der Arbeitspsychologie, was es für ein Stressfaktor ist, wenn Menschen permanent zu Hause erreichbar sind, weil sie das Diensthandy zu Hause haben, dass sie nachts
nachts noch irgendwelche E-Mails, dass sie nachts noch E-Mails bekommen und sie haben aktuell die Möglichkeit, dass sie dazu auch Nein sagen können. Also sie müssen nicht abends nochmal schnell irgendwas nachschauen. Sie können auch sagen, das hat auch noch Zeit bis morgen früh. Also dass sie wirklich das Gefühl haben von Feierabend und das reicht jetzt für heute. Und auch andererseits, dass sie natürlich auch Zeiten haben, zum Beispiel am Abend oder am Wochenende, dass klar ist, okay, jetzt beschäftige ich mich wirklich nicht mit der Uni. Ganz am Anfang hieß es ja schon, dass der Kontakt zu den Studierenden fehlt und uns fehlt natürlich allen der Kontakt zu ganz vielen Personen aus dem Freundes-, aus dem Familienkreis und da noch mal ganz deutlich die Empfehlung, bleiben Sie in Kontakt. Also sofern es geht, dass man sich persönlich trifft, dass man telefoniert, dass man sich online über Video sieht, das ist einfach etwas ganz Wichtiges. Wir Menschen sind soziale Wesen und es stresst einfach, den Kontakt zu seiner sozialen Gruppe zu verlieren. Ja, und gehen Sie weiter Ihren Hobbys nach. Ich weiß, es fällt ganz viel weg, weil die Clubs zu sind, weil die Vereine zu haben, weil vieles einfach nicht geht, die Fitnessstudios haben zu und dass Sie sich überlegen, okay, wie kann ich dem trotzdem anders nachgehen? Oder gibt es ein anderes altes Hobby, was ich nochmal aktivieren kann? Oder probiere ich nochmal was Neues aus, irgendwas Kreatives, was jetzt auch in den dunklen Wintermonaten, was ich gut irgendwie zu Hause machen kann? Und genau, ganz banal tatsächlich noch der Tipp, sich ausreichend zu bewegen. Also wir sitzen sowieso alle viel zu viel. Und wenn man jetzt noch nicht mal das Haus verlassen muss, um zur Uni zu gehen, kann es Sinn machen, sich zu überlegen, hey, also möchte ich vielleicht doch mal jeden Tag mal einmal vor die Tür gegangen sein und mich so ein bisschen bewegt haben. Ja, und zu guter Letzt, es ist einfach gerade eine sehr besondere Zeit und das merken, glaube ich, fast alle Menschen, dass man sich irgendwie anders fühlt und dass es auch nach so vielen Monaten man sich immer noch nicht richtig dran gewöhnt hat. Dass man vielleicht merkt, man ist ängstlicher oder man fühlt sich einsamer oder es ist schwerer, sich zu motivieren. Und das ist in gewisser Weise erstmal eine vollkommen normale Reaktion auf eine sehr ungewöhnliche Situation, in der wir gerade sind. Und so, dass ich nochmal an Sie appellieren möchte, tatsächlich, dass Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse achten und das tatsächlich ernst nehmen, dass Sie jeden Tag schauen, hey, wie geht es mir eigentlich heute und was brauche ich heute ganz konkret, damit ich mich gut fühle, mit wem möchte ich zum Beispiel Kontakt haben, mit wem kann ich auch darüber sprechen, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Und wenn Sie merken, okay, das reicht für mich alleine nicht und ich brauche irgendwie noch eine andere Form von Unterstützung, dann suchen Sie sich die auch. Ja, jetzt bin ich am Ende angelangt. Ich freue mich über die Fragen, die vielleicht zwischendurch schon im Chat aufgetaucht sind oder die Sie jetzt noch da reinschreiben. Ich bin noch ein paar Minuten da, um die zu beantworten. Und natürlich sind Sie auch jederzeit willkommen, die persönliche Beratung im Studiencoaching zu nutzen. Und ja, jetzt bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, dass Sie heute mit dabei waren.